Bad Gleichenberg war der Schauplatz der steirischen Weintrophy 2016, heuer übrigens bereits zum 19. Mal. Bei einem Galadinner in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg sind die Siegerweine in 11 Kategorien ausgezeichnet worden. Und welche ganz oben am Siegerstockerl stehen, das schauen wir uns im folgenden Beitrag an. Die erste große Weinverkostung in der Steiermark ist immer in Bad Gleichenberg. Genauer gesagt in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg und heuer schon zum 19. Mal. Mehr als 900 Weine sind in diesem Jahr dabei, aber nur 33 kommen ins Finale. Und diese Finalisten sind in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg präsentiert worden. Natürlich sind die höchsten Vertreter aus Politik und Wirtschaft auch dabei. Für mich persönlich ist das immer eine der angenehmsten Stunden, wenn ich hier einmal dabei sein kann, denn ein gutes Schluckerl Wein im Kreise tüchtiger Winzerinnen und Winzer und tüchtiger Bauern zu trinken, was Schöneres gibt es ja nicht. Noch dazu hier in Gleichenberg die Tourismusschulen, die in aller Welt bekannt sind und auf die ich stolz bin. Insgesamt 175 geladene Gäste, darunter natürlich die Winzer der Finalweine, haben die 33 Finalisten im Rahmen eines Galadinners im großen Festsaal der Tourismusschulen genossen. Sogar eine echte Königin war unter den Gästen. Die steirische Weintrophy bedeutet für mich sehr viel. Und zwar geht es um eine Weinbewertung natürlich. Und ich glaube, dass die steirischen Weine 2015 ausgezeichnet sind. Die Weinbauern haben wirklich Tolles geleistet und ich finde, dass das bei einer Bewertung doch in gewisser Weise gechallenged gehört und ich bin gespannt, welche Sieger da herauskommen. Das vergangene Weinjahr 2015 war ein ganz besonderes. Aber zu den ausgezeichneten Wetterbedingungen müssen die Winzer natürlich ihre ganze Kunst aufbieten, um die Qualität in die Flaschen zu bringen. Die Sieger in den einzelnen Kategorien bekommen dafür die Weintrophy 2016. Eine ganz besondere Auszeichnung, auf die jeder Weinbauer stolz ist. Es ist natürlich eine Riesenfreude, viermal vertreten zu sein. Es ist das wichtigste Ziel für mich als Winzer, dass jede Sorte seine Vorteile ausspielt und dass man die Qualität so rüberbringt, dass jeder für sich einzigartig ist und wirkt. Die Tourismusschulen Bad Gleichenberg sind weit über unsere Grenzen als Kaderschmiede für gastgewerbliche Berufe bekannt. Auch durch die Möglichkeit, viele Zusatzqualifikationen zu erwerben. So haben zum Beispiel heuer Iris Balz, Jakob Harkamp und Elisa Kierwasser die Jungsommelier-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Alle drei Nachkommen aus bekannten Winzerfamilien. Wir haben einige junge Damen und Herren heute im Service, die hier tätig sind, die bereits die Ausbildung zum Weinsommelier haben. Die kennen sich wirklich hervorragend aus. Und wir sind ja auch stolz darauf, dass es bereits Absolventen unserer Schule gibt, die es bis zur höchsten Ausbildung geschafft haben, nämlich zum Master of Wine, Andreas Wickhoff zum Beispiel sei hier genannt. Es gibt auch eine steirische Weinbotschafterin. Heuer die bekannte Sängerin und Kabarettistin Betty O. Sie bedankt sich mit einem Weingedicht für diese Auszeichnung. Die steirische Weintrophy war heuer wieder ein besonderes Fest für die Gäste und natürlich für die Sieger mit den besten steirischen Weinen. Im nächsten Jahr folgt das Jubiläum, die 20. steirische Weintrophy, natürlich wieder in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg.